Material, das Sie diesen Monat gesammelt haben, in einen Trailer zusammenzustellen. Ganz entspannt, ich treffe Sie im Aufzug. Okay, damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 4. Black Flag. So. Hier drüben. Ja, ja, ich komme ja schon. CCO. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen, atemberaubend. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Ha! Das ist der Assassin's Creed 4 Trailer. Ohne Scheiß. Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Nice. Nice, nice. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi, Melanie, ich hab Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Letitia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid. Ich rufe Sie dann an. Dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Noch eine verschlossene Tür. Kein Problem. Voilà. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabe Stufe 2. Nicht schlecht. Ich aktualisiere den Kommunikator. Alles klar. Sicherheitsmaßnahme sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Ah, okay. Ach so, Zielzahl 70. Okay. Ich brauche also... hier wäre 14 und hier die 5, ja. Das ist jetzt ein Mathe-Rätsel. Eigentlich. Was ist 70? Verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut. Vielen Dank, Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin. Wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye, bye. Tabernacle! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen-Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen. Also tu einfach, was ich sage. Und jetzt, geh rüber zum Fenster.
Was? Zum Fenster? Rüber zum Fenster? Oh! Oh, hallo! Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Und auf geht's! Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. Okay. Entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des... Und jetzt pass gut auf. Beim Verschieben von Daten werden sie permanent von Sicherheitsprogrammen überwacht. Schleich dich an denen vorbei, sonst zerstören sie die Daten und schicken sie zurück. Okay. Uiuiui. Gut. Haben wir das auch? Schutzprotokolle werden umgangen. Verbindung erfolgreich. Zugriff gewährt. Okay. Olivier Ganu? Ich habe keine Ahnung. Salut. Wie die meisten von Ihnen wissen, nehme ich vom 15. bis zum 17. am Aktionärstreffen in Chicago teil. Der Vorstand will unseren Fortschritt bei der Kenway-Linie begutachten. Die wichtigen Daten, die wir bisher gesammelt haben, sind unglaublich und wir rechnen mit noch aufregenderen Funden in der nahen Zukunft. Die Ereignisse und die Menschen, die wir bisher gesehen haben, stimmen uns zuversichtlich, dass die vollständige Erfahrung eine der aufrüttelndsten Entdeckungen aller Zeiten über Piraten sein wird. Es erfordert einiges an Arbeit, die Daten von allem Anstößigen oder Geheimen zu säubern. Ja, da haben sie ein bisschen was zu tun. Aber wir haben bereits jetzt unglaublich vielversprechendes Material beisammen. Zur gleichen Zeit wird Abstergo Entertainment bald eine Closed Beta für unsere neue Consumer Cloud Interface App. Ein besserer Name steht noch aus, ja, das würde ich auch sagen. Ankündigen. Edward Kenways virtuelle Piratenerfahrung wird das erste vollständige Produkt sein, das wir anbieten und das erste seiner Art überhaupt. Eine packende interaktive Piratenerfahrung, die aus echten historischen Daten zusammengestellt wurde. Interne Tests der Consumer Cloud App liefern sehr ermutig. Der Consumer Cloud App. Verliefen sehr ermutigend und wir erwarten, dass sie bis zur nächsten Feiertags... Bitte was? Nächsten Feiertagssaison? Was ist denn eine Feiertagssaison? Bereit sein wird, wenn alles nach Plan läuft. Aber ernsthaft, was ist eine Feiertagssaison? Das führt uns zu einer weiteren Frage. Welche anderen Erfahrungen würden wir gerne anbieten? Welche anderen historischen Epochen und Orte können wir erkunden? Der aktuellen Datenbeschaffungsquote, unserer Produktionskapazität und unserem Verständnis von Konsumtrends nach zu urteilen. Die Führungskräfte von Abstergo Industries haben mir das Ziel gesetzt, eine vollständige virtuelle Erfahrung pro Jahr zu produzieren. Zusätzlich eine vollständige Erfahrung pro Jahr zu produzieren. Hallo Assassin's Creed. Zusätzlich zu kleineren Angeboten, soweit unsere Forschung es erlaubt. Dazu zählen Bücher, Aufnahmen, Filme und andere Transmedia-Angebote. Eine zweite damit verbundene Frage ist, enthält Sample 17 genug überzeugende Daten, um unsere jetzige Konzentration darauf aufrechtzuerhalten, oder sollten wir bei Abstergo Industries um weitere archivierte Daten bitten? Denken Sie daran, die Daten von Sample 1... haben sich als gehaltvoll genug erwiesen, um unser Produkt Liberation fertigzustellen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Erforschung von Sample 2 bis 16 zu ähnlich überraschenden Ergebnissen führen könnte. Ihre Gedanken dazu, Olivier. Blablabla. Hallo zusammen. Danke, dass Sie die Diskussion eröffnet haben, Olivier. Nur eine kurze Zusammenfassung, wo wir im Moment stehen. Ich bin nun seit etwas über einem Jahr Leiterin der Sample 17 Projekts. Und mein Team und ich konnten eine grobe Liste der
untersten Epochen zusammenstellen, die uns in dieser genetischen Probe zur Verfügung stehen. Beachten Sie, dass diese Daten bereits völlig oder teilweise von, warum ist das groß geschrieben, von Abstergo Industries sequenziert wurden. Ich versuche mich kurz zu fassen. Väterliche Linie, Jahrhundert, italienische, das Osmanische Reich, amerikanische Kolonie, Neuengland, mütterliche Linie, Ägypten, Nordafrika, heiliges Land, das Ashiki Shogunat, Shogunat. Französische Revolution, Napoleonische Krieg, Taiwan, Some of Love, amerikanische, uppala, das kommt mal weg hier, amerikanische Pazifikküste. Also das könnten Andeutungen auf die weiteren Dinger sein, auf die weiteren Schauplätze von Assassin's Creed, aber wer weiß, also Französische Revolution auf jeden Fall, wie es halt mit industrielle Revolution, weiß ich nicht, das könnte bei oben bei väterliche Linie 19. Jahrhundert, Neuengland und Amerikas mittler, nee, wohl, nee, das ist es nicht. Naja, das Syndicate, das Syndicate-Ding steht nicht drin. Offensichtlich ist das nur eine kurze Auswahl unserer potenziellen Optionen. Ist das nur eine kurze Auswahl unserer potenziellen Optionen? Die Anzahl von Vorfahren einer jenen Person liegen nach nur 15 Generationen bei über 30.000. Bei Sample 17 können wir uns also noch ein paar Überraschungen, könnten uns noch ein paar Überraschungen erwarten. Allerdings, trotz, mein Gott, wie lange geht denn das? Allerdings, trotz des reichhaltigen Erbes von Sample 17 sollten wir uns nicht darauf beschränken, wenn wir woanders konkrete Spuren finden. Ein paar Männer aus allen Zweigen einer Familie haben in beiden Weltkriegen gekämpft und ich hatte einen Ur-Urgroßvater, der im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft hat. Er hat sogar ein paar Mal Präsident Lincoln getroffen. Diesen Weg zu beschreiten wird etwas zeit- und kostenintensiver, da diese Daten noch nicht sequenziert wurden. Aber auf lange Sicht könnte es sich lohnen oder könnte es lohnen sein. Kurz gesagt, wenn irgendjemand über bestätigte Verbindungen zu historischen Ereignissen, Epochen oder Städten hat oder jemanden kennt, bitte teilen Sie es uns mit. Ich werde außerdem die von Abstergo gesammelten und sequenzierten Proben der letzten 3 Jahrzehnte überprüfen. Vor kurzem erfuhr ich, dass eine der Proben, Sample 2 glaube ich, am Prozess gegen Jodak, ich habe keine Ahnung, wer das ist und wie man den ausspricht, beteiligt war. Die nächste heiße Spur liegt also direkt vor unserer Nase. Mel. Französische Revolution. Was ist denn das links? Das dürfte der Erste Weltkrieg sein. Oder? Also den Uniformen nachzuurteilen. Was ist das da? Also das in der Mitte? Ist das Frankreich? Ich habe keine Ahnung. Gut, das ist, wissen wir ja alle, was das ist? Ägypten? Jetzt ist mir der Name nicht eingefallen. Alles gute Punkte, Mel. Nur eine kleine Warnung. Sample 2 stammt vom verstorbenen Dr. Warren Witt. Oh, aus den frühen 80er Jahren, als er noch ein junger Ingenieur bei Abstergo Industries war. Also, so verlockend eine Jeanne d'Arc-Erfahrung auch klingt, ich bin nicht sicher, ob Abstergo Industries ein Interesse daran hat, dass wir in Dr. Wittigs DNA herumstöbern. Das ist ein sehr sensibles Thema. Was mich angeht, ich bin mit François Xavier Genugano verwandt, dem bekannten Historiker und Poeten aus Quebec. Spannend, oder? Vielleicht eine Idee? Oder einen Vorbehalt habe ich noch. Wir sollten es vermeiden, moderne Zeiträume zu erforschen, zum Beispiel das 20. Jahrhundert. Außer wir finden etwas wirklich Überzeugendes, denn so unterhaltsam eine zweite Weltkriegserfahrung auch klingen mag, wäre es vorteilhaft, alle Settings mit Fahrzeugen wie Autos, Motorrädern, Helikoptern, Panzern und so weiter zu vermeiden. Warum, fragen Sie vielleicht? Weil unsere Forschung gezeigt hat, dass die Erinnerungseinprägung aller Individuen durch eine semikatatonischen Zustand behindert wird, in dem die meisten Menschen bei der Benutzung von Fahrzeugen über einen längeren Zeitraum verfallen. Dadurch wird die Datenbeschaffung erschwert. Kurz gesagt, keine extra Features für den Animus programmieren müssen, nur um die Erinnerung von Menschen erforschen zu können. Die Autos gefahren sind. Ach so, okay. Es gibt andere und effektivere Wege, dieses Gefühl zu erleben. Ja. Aber trotzdem kam Assassin's Creed Syndicate. Olivier, haha, Quebec City ist wunderschön, aber ich bin nicht sicher, ob sich eine Geschichte über einen Historiker ohne Piraten, Ninjas und Zombies so gut verkaufen würde. Jetzt mal ganz blöd gefragt, aber okay, wir haben noch ein bisschen was vor uns.
Ich glaube, das wird auch das Ende der Folge. Vergessen Sie außerdem nicht, Sample 4 und 16 könnten ebenfalls tabu sein. Als ich letzten Monat meine eigene Nachforschung anstellte, erfuhr ich von einigen aufregenden Persönlichkeiten, die in dieser Proben, die in diesen Proben enthalten sind. Als ich danach es ist so geil, die Formulierung, ein paar Persönlichkeiten, die in diesen Proben enthalten sind. Das ist wie wenn sie so ein Reagenzglas nimmt, so ein bisschen schaukelt. Och, da ist Charles Darwin drin. Och, wen haben wir hier? Leonardo da Vinci haben wir hier. Och, und wer ist das hier? Och, Queen Elizabeth. Ja, ich feier's. Aber als ich danach suchen wollte, wurde mir von einigen Leuten, die in der Hierarchie weit, weit über mir stehen, Einhalt geboten. Sehr merkwürdig, aber wohl kaum überraschend, denke ich. Ist das jetzt AI, also künstliche Intelligenz, oder L? L wahrscheinlich. L verfügt über eine Reihe aktiver Militärzulieferverträge und ich schätze, es könnte damit zu tun haben. Ich habe nicht weiter nachgebohrt. Was mich selbst angeht, falls es jemand interessiert, mein Urgroßvater war mit Hemingway und Stein und Satie und Picasso befreundet, als er in Paris der 1920er Jahre lebte. Kein actionalen Abenteuer, aber historisch interessant. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Chris, ist unser Treffen zum Mittag hier vor Ort oder außer Haus? Das weiß ich nicht. Ja, so sehr ich die verlorene Generation auch liebe, ich glaube, unsere erste virtuelle Erfahrung sollte ein wenig mehr actionorientiert sein. Also sind Kriege und Kampfeinsätze immer ein guter Einstieg oder genauer gesagt alle Epochen, in denen sich intensive Konflikte zugetragen haben, beziehungsweise in denen sich die Leute die Schädel eingeschlagen haben. Was Piraten, Ninjas und Zombies angeht, die ersten beiden können wir vielleicht unterbringen, aber Zombies sind ein wenig, wie sagt man, unhistorisch? Schade eigentlich. Und er hat nicht auf ihre Frage geantwortet. Meine Urgroßmutter zum Beispiel hatte während des irischen Unabhängigkeitskriegs viele Jahre mit Eamon de Valera und Michael Collins zusammengearbeitet. Es sollte also nicht schwer sein, diesen kleinen Abschnitt meiner eigenen genetischen Erinnerung für unsere Zwecke zu sequenzieren. Olivier, tatsächlich gibt es einen faktischen Hintergrund zu den Zombies oder zur Zombifizierung jedenfalls. Ich habe Hurstons Buch über Haiti und die merkwürdigen Voodoo-Bräuche dort gelesen. Das ist vielleicht keine Hollywood-mäßige Zombie-Magie, aber trotzdem ziemlich gruselig. Es ist sogar möglich, dass Edward Kenway oder einer seiner Kollegen auf dieses Zeug gestoßen ist, oder? Können wir die Leute nach Beweisen dafür suchen lassen? KL, keine Ahnung. Anderes Thema. Es gibt ein neues vegetarisches Restaurant, das ich gerne ausprobieren würde. Ich bringe die Datenblätter mit. Sie sind schon gedruckt. Okay. Tut mir leid, wenn ich den Dissidenten spielen. Okay, von wem ist das? Von Carmanieren. Den Dissidenten spiele. Aber könnten wir diese Technologie nicht nutzen, um zu bilden, statt zu unterhalten? Ich meine, theoretisch steht uns die ganze menschliche Geschichte zur Verfügung. Alle unsere großen Erfolge und die leuchtendsten Momente. Da ist es ein wenig ernüchternd zu hören, dass wir uns auf Kriege, Konflikte und Gewalt konzentrieren müssen. Das heißt nicht, dass ich per se gegen Gewalt bin, sondern nur, dass... ich bin nicht gegen Gewalt, nee, Gewalt ist gut. Sondern nur, dass Gewalt im Übermaß nicht so furchtbar interessant ist. Das ist alles. Es gibt so viele weitere Schattierungen im Leben, die wir untersuchen können. Also, was, wenn wir die Erinnerung von jemandem finden, der mit Albert Einstein im Patentamt zusammengearbeitet hat, oder mit Charles Darwin an Bord der Beagle, oder Marie Curie in Frankreich, Momente, in denen Menschen ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben. Okay. Kommt schon. Bis uns schmierige, humorlose Universitätsprofessoren achtstellige Summen zahlen, um die Reifikation, was ist denn die Reifikation normativer Geschlechtsmerkmale im präkolonialen Indien zu untersuchen. Warum bleiben wir nicht bei den Sachen, die sich verkaufen? Ich rede von Jack the Ripper im viktorianisches London. Ich rede von Guillotinen, Robespierre und Napoleon Bonaparte in der Französischen Revolution. Ich rede von Billy the Kid und White Earp im wilden amerikanischen Westen. Boah, das könnte vielleicht sogar das nächste Setting sein. Weil ich meine, Jack the Ripper, Robespierre, das waren die letzten beiden Spiele. im wilden amerikanischen Westen. Ich rede von Genghis Khan und den Mongolen, die an einem schönen langen Sommerwochenende eine ganze Millionenstadt abschlachteten. Action, Blut, Abenteuer, Konflikt. Denn wir werden nicht ein Zehntel des Geldes wieder reinholen, wenn wir
in die Erinnerung von dem Kerl stecken müssen, der neben Einstein saß, während dieser an den Nägeln kaute und im Kopf die Einzelheiten seiner Relativitätstheorie ausarbeitete. Da wäre es schon gut, wenn man vielleicht Einstein selbst findet, aber naja. Um Gottes Willen, Mann, wir sind ein Unternehmen, keine Gruppentherapie. Even, klär das bitte offline. So. Ich hoffe, das war's jetzt. Gewiefter Bastard, ein Pirat durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Telefon wenden. Leichtgläubig wie immer. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel fernzünde. Alles klar, was war... Denk nicht mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Was ich mich frage, warum zum Teufel haben die das nicht gemerkt, dass ich jetzt weg bin? Also die anderen beiden. Wie war der Café Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Hallo. Ach komm, das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen. Nur scheiß Kaffee. Ah, hurra! Unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago, sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Ja, ja. Genau. Rebecca Crane und Sean Hastings. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Dass das die überhaupt nicht stört, dass ich auf einmal weg bin. Also die anderen beiden da. Bonjour. Bonjour. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Kann ich? Tatsache, ich kann. Okay. Kernzugriff gewährt. Extraktionssequenz eingeleitet. Kern durchbrochen. Wait, warte, stand gerade CTOS? Was macht denn CTOS hier? Ich meine, what the fuck? Okay. Olivier, hier ist die ursprüngliche Präsentation, die ich halten habe. Hier ist ein wenig, ist ein bisschen mager, was die Fakten angeht, aber diese Leute wissen, was sie tun. Wir wissen mehr, wenn sie am Montag eintreffen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie teilnehmen möchten. John Bloom, presented by Abstergo? Okay, das trifft mich jetzt gerade ein bisschen. CTOS ist das Überwachungssystem aus Watch Dogs. Und Bloom ist die Firma aus Watch Dogs. Was zum Teufel? Warum jetzt? Warum warten? Warum Bloom? Als weltweit führendes
exklusives Hightech-Unternehmen für performante Kommunikations- und Sicherheitstechnologie ist Bloom im Begriff, die Art, wie wir über Information Security Architecture, ISA, denken, von Grund auf zu verändern. Als Spezialisten für alles von Mobiltelefon über Heimcomputer und digitale Bildverarbeitung bis hin zu Netzwerksicherheitssystemen sind wir besonders stolz darauf, dass wir die meisten Märkte, die wir inzwischen dominieren, selbst mit erschaffen haben. Und nirgendwo ist unsere Expertise augenscheinlicher als in unserem Flaggschiff, dem CTOS, ein bahnbrechendes prioritäres Security Software Operating System. Also was ist das CTOS? Geheim, Datenschutz und Sicherheit, integral. Wir haben, wie haben wir ohne es je Geschäfte gemacht, zugänglich, auf Knopfdruck, verfügbar. Wir sind überall die ganze Zeit, stabil, es funktioniert einfach. Oh ja, und wie es funktioniert, was ein Überwachungssystem. Ganz einfach, einfach gesagt, CTOS ist die stabilste und benutzerfreundlichste Security-Software, die je entwickelt wurde. Kann Abstergo es sich leisten, sich diese Perfektion entgehen zu lassen? Der CTOS-Traum, das Blumenversprechen. Ein Dutzend Städte, 100 der größten Konzerne, 1000 kleinere Unternehmen. Seit fast einem Jahr hat das CTOS die Bedürfnisse seiner Kunden erfüllt und das mit einer Erfolgsgeschichte, die in der Moderne ihresgleichen sucht. Wie haben wir das gemacht? Robuste, ultraleichte HD-Kameras, Glasfaser-Hochzeitlinie, Priorität, Gesichtserkennung, mehrere Fail-Server, Datenzentren, cloud-kompatibles Informationsmanagement, 24 Stunden Kundenservice und Service. Ja, Kundendienst und Service. Kurz gesagt, wir haben alles, was Abstergo braucht, um sein einzigartiges geistiges Eigentum zu schützen und vieles mehr. Die Zukunft liegt in Blumen, wir freuen uns da mit ihnen zusammen. What the fuck? Also, kurz zur Erklärung, ich meine, die Folge geht eh schon fast eine halbe Stunde, jetzt ist es auch schon wurscht. Also, CTOS ist das Überwachungssystem aus Watch Dogs. Bloom ist die Firma, die das Überwachungssystem halt entwickelt hat, beziehungsweise dem das gehört. Und Watch Dogs 1, wo spielt Watch Dogs 1? Das spielt in... Oh Gott, wo spielt Watch... Chicago? Ich glaube schon, ich bin mir nicht sicher. Oder Detroit, nee, ich glaube, es ist Chicago. Auf jeden Fall, die komplette Stadt wird mit dem Scheiß überwacht. Und jetzt bieten die sozusagen Abstergo Industries ihre Dienste an. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Okay, dann will ich mich auch noch verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed 4. Bis dann. Tschüss.